Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zur nächsten Preview hier vom 22. Spieltag. Wir haben heute die Partie Everton gegen Bournemouth und wird ein ausgeglichenes Spiel sein, denke ich mal, denn beide Teams sind relativ gleich stark. Damit kommen die Aufstellung von Everton. Pickford ist natürlich hinten im Tor. Coleman, Keane, Mina und Dying in der Abwehr. Gomez ist im zentralen Mittelfeld, Walcott, Sigurdsson, Bernard im offensiven Mittelfeld und vorne im Sturm, Richarlison. Das ist schon gar nicht mal so schlecht, aber wenn man sich dann jetzt die Aufstellung von Bournemouth anguckt, da ist schon ein bisschen mehr dahinter. Begovic ist im Tor, Francis, Cook, Ake und Daniels in der Abwehr, im Mittelfeld Brooks, Lerma, Surman und Fraser und im Sturm King und Wilson. Also, da sieht man schon, da ist schon ein bisschen Unterschied dabei. Und das ging jetzt relativ schnell. Das heißt, beide Teams stehen auch gleich schon parat zum Anpfiff. Sie machen sich erstmal noch ein bisschen ready hier im Spielerkreis für diesen Anstoß jetzt und für die Partie. Und dann kann es, wie gesagt, gleich losgehen. Thank you, Goodison Park. Enjoy the game. Und Everton wird anstoßen. Sie spielen also von links nach rechts in den blau-weißen Trikots und Bournemouth spielt von rechts nach links in den weiß-blauen Trikots. Also man kann das trotzdem gut unterscheiden, obwohl die Farben relativ gleich sind, aber Everton, man sieht es, hat hier erstmal Ballbesitz. Sie spielen auch gleich nach vorne, verlieren allerdings an Surman den Ball, Fraser. Und dann springen wir in die 17. Minute. Da kommt jetzt mal Bournemouth zum 16er über Brooks nämlich. Da ist super gespielt, da ist das Tor von Fraser. 1-0. Da habe ich gesagt, die sind sehr stark vorne drin und kombinieren sich also auch sehr stark durch, wie man sie sehen konnte. King macht es nicht selber, sieht, dass er es nicht schaffen kann, weil Pickford da ist. Und dann gibt er rüber an Fraser. Der muss nur noch einnetzen. Das macht er knapp unter die Latte rein. Und Pickford kann da mal wieder nichts machen. Muss mal wieder ein Gegentor schlucken. Und somit steht es hier 1-0 für die Gäste. Wir springen in die 27. Minute und sie kommen schon wieder über Wilson. Wilson schießt, macht das Tor zum 2-0. 27. Minute, Wilson macht hier also wahrscheinlich die Entscheidung schon, würde ich sagen. Denn Everton, von denen kommt ja gar nichts. Und die einzige Mannschaft, die hier spielt, ist die Gästemannschaft Bournemouth. Und Pickford hätte den, glaube ich, halten müssen. Wir können es hier nochmal sehen. Ja, den muss er haben. Auf jeden Fall irgendwie anders ablenken. Er stand dann relativ lange. Trotzdem kann Wilson den Ball vorbeilegen. Und ja, deswegen, das war ein Torwartfehler, würde ich sagen. Aber es macht Wilson gar nichts, denn er macht somit hier sein nächstes Premier League-Tor. 41 Minuten Elton und Everton kommt mal endlich über Walcott. Walcott ist im 16er, da ist Sigurdsson, aber der bleibt an Begovic hängen und kann somit hier kein Tor machen. Aber der Winkel war auch sehr speziell. Wobei diese Konferenz, glaube ich, war es, vor diesem Spieltag, da haben wir schon gesehen, dass alles möglich ist. Aber das ist eine andere Sache. Ja, und jetzt sind wir in den letzten Zügen hier dieser ersten Halbzeit. Bournemouth hat den Ball, wird somit auch 2-0 in die Pause gehen, wenn nichts irgendwie noch was passiert. Ne, es passiert nichts mehr, denn es wird abgepfiffen und wir sind somit hier in der Halbzeit. Und wir hören Pfiffe, das ist aber auch selbstverständlich, denn wenn man so schlecht zu Hause spielt, dann braucht man sich nicht wundern, dass die Fans nicht so begeistert sind. Da sehen wir es nochmal, Fraser hat in der 18. Minute angefangen, in der 28. Minute hat dann Wilson auch nochmal getroffen und somit sieht es hier in Statistiken so aus, dass Bournemouth hier zurecht führt und Everton muss endlich mal was machen. Sie haben jetzt auf jeden Fall schon mal das Problem, dass sie nicht gleich wieder am Ball sind, denn Bournemouth hat die zweite Halbzeit angestoßen.
Und spielt auch gleich wieder nach vorne. Da ist Wilson. King. Wieder Wilson. Lemar. Und da kommt leider King nicht ran. Pickford holt sich den Ball. Und wir springen in die 56. Minute, denn da geht ein Torschütze. Wilson geht. Defoe kommt in die Mannschaft auf den Rasen. Und da ist auch schon mal gleich das nächste Tor. 71. Minute. Bournemouth macht das 3:0. Das ist zu einfach. Das ist einfach zu einfach. Und Stanislas macht hier einen super Pass in den freien Raum. Das 3:0. Und zwar wieder das Torwart-Eck. Also da hätte Pickford wieder zumachen müssen. Den hätte haben müssen. Und somit macht hier Stanislas sein Tor in dieser Partie. Und jetzt gucken wir mal, ob Bournemouth nochmal nachlegen kann oder ob Everton noch kommt. Wir sehen auf jeden Fall, dass hier Bournemouth nochmal in der Nachspielzeit angreift über King. Aber die kriegen den Ball abgenommen. Und das müsste eigentlich gewesen sein. Ja, so ist es. Also 3:0 gewinnt hier Bournemouth gegen Everton auswärts. Und wir hören die Fans. Die sind gar nicht begeistert, die Hallenfans. Denn das war schon eine herbe Niederlage. Auch wie sie gespielt haben, war es eine Niederlage. Denn Everton hat einen Schuss aufs Tor gehabt eigentlich. Mehr nicht. Und somit ist hier auch Stanislas Spieler des Spiels, wie es aussieht. Ich hätte da vielleicht eher einen Fraser oder einen Wilson gesehen. Vielleicht auch einen King. Aber gut, das ist die Wahl. Und das sind die Torschütze nochmal. Und die Statistiken sehen so aus, dass es hochverdient ist. Wie gesagt, hochverdient hier diese 3:0-Führung und Sieg. Und das war die Preview also von Everton gegen Bournemouth, 22. Spieltag. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne ein Däumchen da lassen, ein Kanal Abo noch. Wenn ihr neu seid, auch bitte noch die Glocke betätigen, dann bekommt ihr immer Benachrichtigungen. Und dann sehen wir uns bei der nächsten Preview wieder. Bis dahin sage ich ciao, bleibt sportlich und tschüssikowski.